Moin moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir starten heute wieder rein mit der HSV-Karriere. Es geht in die letzte oder vorletzte Folge dieser Saison. Da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Das wird so ein bisschen von den Ergebnissen, sage ich mal, abhängig gemacht, denn wir haben schwere Spiele vor der Tür. Zuallererst gegen Hannover 96, die aktuell, glaube ich, auf Tabellenplatz 8 sind. Das wird eine normale Simulation. Dann hätten wir das Derby vor uns, was ich noch nicht weiß, ob ich das spielen werde. Wir haben das im Hinspiel gespielt und St. Pauli ist nicht so weit oben dabei. Das bedeutet, das werde ich eventuell simulieren. Dann geht es in den Pokal. Das ist eigentlich ein Spiel, was gespielt werden muss. Und dann geht es gegen einen direkten Konkurrenten. Ist eigentlich auch ein Spiel, was gespielt werden muss. Nur wenn wir vielleicht schon gegen Hannover gewinnen und gegen St. Pauli ebenfalls und Düsseldorf verliert und wir dementsprechend schon einen guten Vorsprung haben, dann könnte man hier auch in eine Simulation gehen. Oder wir werden vielleicht eine Halbzeit simulieren und eine Halbzeit spielen. Das wäre eventuell auch eine Möglichkeit. Denn somit würden wir natürlich einiges an Zeit sparen. Erstmal dann zu euren Kommentaren und zwar zuallererst Keegan Junior, der zur Legende werden muss im Club, da sein Namensvetter Kevin Keegan war. Wer bereits zu Beginn dieser Karriere dabei ist, weiß, dass ganz genau deswegen dieser Spieler bei uns im Verein ist. Den haben wir natürlich selber erstellt. Und es ist kein Jugendspieler, der hier einfach per Zufall Keegan Junior heißt. Außerdem scouten wir jetzt zwei neue Spieler, die bei einem möglichen Aufstieg zu uns kommen könnten. Vor allem Orel Mangala finde ich sehr interessant als belgischer ZDM. Wenn wir wirklich so einen Abräumer brauchen, könnten wir ihn auf der Abräumerposition spielen, könnten ihn von ZM auf die ZDM-Hauptposition stellen und ich denke, dass er richtig gut in unseren Verein reinpassen würde. Spielt auch nicht mehr bei Stuttgart und damit müssen wir einfach mal schauen, wie teuer er jetzt wäre. Er ist wahrscheinlich hier gerade erst gewechselt, ganz genau, aber im nächsten Jahr sollten wir ihn dementsprechend kaufen können. Außerdem wurde Melem genannt, da müssen wir einfach mal schauen, ob wir auf dieser Position nachher wirklich Bedarf haben, denn wie gesagt, wir haben Dirks als Megatalent aus unserer Jugendschule und dem würde ich da eigentlich recht ungern nur seinen Platz wegnehmen. Wir kriegen jetzt allerdings schon direkt zu Beginn dieser Folge ein Angebot für Toni Leistner rein. Das Ganze sogar knapp über Marktwert aus der Türkei. Ich würde jetzt allerdings trotzdem nochmal versuchen, ein wenig mehr rauszuholen. Viel mehr möchte ich da gar nicht rausholen, da ich ihn, wie gesagt, gerne abgeben würde. Und dann einfach mal schauen, auf welchen Innenverteidiger wir im nächsten Jahr als Säule setzen. Boateng ist da ja immer noch bei euch ein ganz großes Thema und aus dem Grund würde ich sagen, Leistner für 2,75 Millionen würde ich ihn tatsächlich abgeben. Außerdem kriegen wir hier von einem chinesischen Club ein Angebot für Jasula, allerdings ja, ist dieser 26-jährige 63er Innenverteidiger nicht unbedingt interessant für uns und aus dem Grund werde ich das einfach schon direkt ablehnen. Das ist wirklich ein Angebot, wo ich 0,0 dran interessiert bin. Außerdem ist es jetzt offiziell und zwar wechselt Tobias Fischer per Laie zum SC Verl. Das Ganze dann in der Sommertransferphase, wenn wir womöglich in die erste Bundesliga aufsteigen und der bei uns sowieso keine Spielzeit mehr bekommen würde. Das nächste Angebot, was reinkommt, erneut für Jasula. Hier werde ich wieder versuchen, nochmal ein wenig mehr rauszuholen. Wie gesagt, das sind alle Spieler, die auf der Transferliste stehen. Das bedeutet, ich brauche hier jetzt nicht über viel Geld, aber ein wenig mehr als der Marktwert hergibt, würde ich dann doch schon ganz gerne einnehmen und aktuell sind wir da in meinen Augen auf einem ganz guten Weg. Im nächsten Spiel gegen Hannover 96 habe ich mir jetzt mal auf jeder Position tatsächlich den besten Spieler rausgesucht. Erstmal fällt auf, wir haben ganz schön viele 73er Spieler, ansonsten auch ein paar Spieler, die schon über der 73 sind. Ich möchte dieses Spiel hier definitiv gewinnen, denn Düsseldorf und Nürnberg stehen immer noch hinter uns. Und das bedeutet, mit einem Sieg könnten wir hier tatsächlich nach etwas längerer Zeit mal wieder einen 4-Punkte-Vorsprung vor dem Tabellenzweiten rausholen. Und das wäre natürlich gut in Hinsicht auf den Aufstieg und auf die eventuell dann jetzt schon letzte Folge der Saison. Wir starten rein gegen Hannover 96 und ich bin gespannt, ob wir hier einen Sieg mitnehmen können. Den Zombie mal mit ein wenig Platz. Außen ist doch Leibold. Außen war doch Leibold. Warum spielt er den nicht auf Leibold? Jetzt Duziak, der hier an der 16er Kante den Ball verliert. Sehr belastend. Bisher nach 30 Minuten keine einzige Chance für irgendeinen Club hier auf dem Platz.
Duziak auf Terodde und der macht es natürlich. Unsere Nummer 9 mit dem Treffer in der 42. Minute. Sehr stark, dass wir hier noch vor der Halbzeit in Führung gehen können. Und damit fällt dann eventuell auch hier ein wenig Last von unseren Spielern ab. Ich hoffe mal, dass sie jetzt noch das 2-0 hinterherlegen können recht schnell. Dann könnten wir auch die ersten Wechsel vollziehen. Aber ansonsten können wir jetzt vielleicht ein bisschen befreiter aufspielen. Denn zum aktuellen Zeitpunkt war das Spiel echt relativ ausgeglichen. Und es steht 2-0. Es ist Kin Zombie, der mal wieder spielt und direkt trifft. 50. Minute. Der HSV geht hier im eigenen Stadion mit 2-0 in Führung. Oh, Mamba auf Terodde. Der versucht nochmal quer zu legen auf Onana. Allerdings kommen wir da nicht gut zum Abschluss. Demi auf Terodde. Und jetzt steht es 3-0. Also, es ist hier sogar ein Kantersieg, den wir gegen Hannover 96 einfahren können. Richtig stark. Doppelpack Terodde. Natürlich hier der Man of the Match. Duziak habe ich mittlerweile schon rausgenommen, weil er so gut wie jedes Spiel bei uns spielt. Und ich dann einfach gedacht habe, dem können wir auch mal ein wenig Pause gönnen. Und jetzt verlieren wir hier gerade im 16er zweimal recht unnötig den Ball, sage ich mal. Ich hoffe natürlich, dass das hier jetzt nicht bei einem Tor enden wird. Es geht in die Schlussphase. 2 Minuten sind jetzt noch zu gehen. Mal sehen, ob wir hier nochmal eine Chance rausspielen können. Es sieht allerdings zum aktuellen Zeitpunkt nicht danach aus. Wir sind in der 90. Minute. Das wird jetzt das Ende sein. Wir gewinnen mit 3-0, damit recht eindeutig. Und damit können wir dann auch unsere Tabellenführung ausbauen. Dann geht es jetzt tatsächlich ins Derby rein, ins Stadtderby gegen den FC St. Pauli. Wir nur mit ganz kleinen Veränderungen. Mamba einmal im Sturm und des Weiteren darf Haier in der Innenverteidigung ran. Der Rest bleibt identisch, hat mir echt gut gefallen. Wir haben ein wenig auf der Auswechselbank rotiert. Das bedeutet, sollten wir Spieler einwechseln oder sollte der Assistenztrainer Spieler einwechseln, dann werden das womöglich andere Spieler sein als jetzt zuletzt im Spiel gegen Hannover 96 und der nächste 3-0-Sieg und Mamba in der Offensive auch richtig stark. Doppelpack, dazu Terodde noch einmal. Dann wurden Dirks und Keegan Jr. eingewechselt. Also ich muss sagen, mit der Partie können wir eigentlich nur zufrieden sein. Ich bin jetzt hier gerade mal unsere Spieler durchgegangen, damit wir mal sehen, wie sich unsere derzeit verliehenen Spieler entwickeln. Amici hat +2 aktuell. Opoku hat +1 in Spanien. Dann haben wir noch Bates, der +1 hat. Und Jonas David hat +2. Unser Youngster, unser junger Keeper, leider zum aktuellen Zeitpunkt noch keinen Ratingpunkt dazu gewonnen. Aber überraschenderweise der Spieler mit dem größten Ratingzuwachs ist ein Youngster, der schon zu Beginn beim HSV spielt, und zwar Jona Fabisch. Einfach mal eine +5 auf 63 zu Beginn der Saison, noch eine 58 gehabt. Also der hat hier deutlich bessere Leistung erzielt, als wir es uns vorgestellt haben. Jetzt steht dann unser DFB-Pokalspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim vor der Tür. Und ich erkläre euch einmal, wie es jetzt zu dieser Aufstellung im Hintergrund gekommen ist. Erstmal möchte ich ganz gerne gegen den Bundesligisten mit einer Viererkette ran. Und dann habe ich einfach mal auf die 10 unseren schnellsten Spieler gestellt, auf die Sturmposition, auf die rechte Mittelfeldposition und auf die linke Mittelfeldposition. Einfach aus dem Grund, da ich hier ganz gerne mit schnellen Kontern arbeiten möchte. Ich denke, dass Hoffenheim uns eher hinten reindrücken wird. Und auch auf der Bank ist zum Beispiel ein Keegan Jr. mit, da er von den Zehnern, die wir sonst noch zur Verfügung haben, einfach der schnellste wäre, der am schnellsten umschalten könnte. Das bedeutet dementsprechend aber auch, Spieler, die eigentlich dicht am ersten Kader dran sind oder da reingehören, wie Onana, Kittel, Demir oder Paslak, bleiben heute im Spiel zu Hause. Und unter anderem ein Terodde kommt trotzdem mit, einfach weil ich denke, den kann man immer bringen. Der ist immer für ein Tor gut, da er einfach ein unglaublich gutes Stellungsspiel hat, vor allem wenn wir gerade Hoffenheim eher hinten reindrücken sollten irgendwann, dann wäre ein Terodde immer eine richtig gute Alternative. Und ich würde sagen, damit starten wir rein gegen 1899 Hoffenheim, die überraschenderweise mit einer Fünferkette auftreten. Wir sind übrigens hier jetzt schon im Halbfinale. Ich schätze das andere Halbfinale allerdings als deutlich schwerer ein. Also wir haben Glück, dass wir jetzt hier nicht gegen Leverkusen oder Dortmund ran müssen. Denn dann wäre es hier definitiv vorbei. Gegen Hoffenheim habe ich noch so ein klein bisschen Hoffnung. Ich weiß nicht, ob wir es letztendlich packen können, aber ich gebe definitiv das Beste, dass wir hier mit einem guten Ergebnis rausgehen. Baumann im Tor, dann haben wir Kader Rabek, Nordveit und
Vogt in der Innenverteidigung. Ansonsten geht es tatsächlich hier ran mit der Fünferkette. Sehr interessant in der Offensive Dabur, Garcia und Gervinho. Das ist interessant. Und bei Harit, weiß ich nicht, ist es der Harit von Schalke 04? Das werden wir wahrscheinlich in der Partie sehen. Aber das könnte sehr interessant werden, denn das ist definitiv kein schlechter Mann. Uff, also eine gelbe Karte nach 3 Minuten, das ist schon sehr belastend in einem Pokalspiel. Oh, starker Ballgewinn von Dociak. Jetzt das Umschalten, was ich mir gewünscht habe, bitte, über Wagnermann. Der hat Tempo, geht dort auch vorbei am Hoffenheim-Verteidiger. Zweiter Pfosten, das ist der erste, das ist Dirks. Und es ist nachher doch der zweite so ein bisschen, aber wäre da vielleicht direkt auf Jatta gekommen, wäre das, denke ich mal, gefährlicher geworden. Erste Chance hier sogar für den HSV nach einer Kontersituation nach 12 Minuten. Oh, stark von Dirks auf Dociak und Glanzparade von Baumann. Oh, Mamba geht durch, die Defensive der TSG durch und macht das 1:0. Stark gemacht, 19. Minute. Der HSV geht hier in Führung, richtig stark durchkombiniert. Und dann gehen wir hier alleine auf das Tor von Baumann zu. Und da hat Mamba dann nicht die Schwierigkeiten. Hier der Fehler in der Defensive. Kommt mir auch ehrlich gesagt nicht so vor wie eine Fünferkette da hinten. Und dann macht es Mamba eiskalt vor dem Tor. Schöne Flanke, Dirks, ich glaub's nicht, abseits. Boah, unsere Mitte ist wieder offen wie sonst was. Ambrosius passt gut auf, kriegt den zweiten Ball allerdings nicht. Ball durchgespielt und wir haben wieder auf der Linie Sven Ulreich. Also hätten wir diesen Keeper nicht, würde es bei uns viel schlechter aussehen. Jetzt Dirks mit der Konterchance über Leibold. Jatta wird da mal geschickt. Der spielt nochmal hinten rum. Safety first. Jetzt haben wir keinen Zombie, der verliert den Ball leider. Achtung, nächste Chance. Stark von Dirks auf Kin Zombie, der zieht mal ab und Baumann ist wieder zur Stelle. Oh, Leibold, Tarik geht da gut vorbei. Flanke geht in die Mitte, ich krieg den Spieler schlecht geschaltet und wir haben den... Was ist das für ein Keeper? Ulreich mit der doppelten Glanzparade. Also egal, was hier passiert, ich möchte, dass Ulreich Man of the Match wird. Also wie oft dieser Mann uns dort hinten auf der Linie rettet, das ist unglaublich. Das waren wieder 2 Sensationsparaden. So stark gemacht von Ulreich dort hinten auf der Linie. Und damit gehen wir hier womöglich, wenn diese Ecke jetzt nicht noch zum Tor führt, mit der Führung in die Halbzeitpause. Die geht genau auf Dociak. Und jetzt darf der Schiedsrichter hier diese Partie gerne abpfeifen. Und er macht es noch nicht. Das bedeutet, wahrscheinlich kriegt Hoffenheim hier nochmal die eine einzige Chance. Und der Schiri hat echt Bock auf diese Chance, die Hoffenheim noch kriegt. Die laufen jetzt zurück zu ihrem eigenen Tor. Und damit pfeift er ab. Wir führen zur Pause erstmal mit 1:0. Oh, schön von Jamra aufgepasst. Jetzt könnten wir eventuell kontern. Dociak legt sich den Ball da weit vor und schickt wieder Streli Mamba durch. Der geht auf Baumann zu und macht das Ding. Ja, er macht es. Ich weiß allerdings nicht, ob es jetzt ein Eigentor war von Jeremina oder ob es tatsächlich das Ding von Mamba dort vorne drin war. Schön durchgeschickt wieder. Also unsere Strategie mit den tiefen Bällen geht richtig gut auf. Dann ist es eigentlich sogar ein Eigentor. Ich weiß nicht, warum Mina den nicht wegschießt, sondern einfach Bock hat, den Ball mit ins Tor zu nehmen. Denn er nimmt den mit der Brust oder mit der Hüfte oder sonst was an. Hier, er hätte einfach stehen bleiben können und den Ball wegschießen können. So steht es jetzt 2:0 für den Hamburger Sportverein. Richtig gute Entwicklung hier von uns. Und damit könnte das hier eventuell schon durch sein und wir müssten dann auch definitiv festhalten, ein großes Danke geht dann an unseren Keeper, an Ulreich, der unfassbar gehalten hat. Oh, stark gemacht, Bakary, Jatta geht da durch und jetzt haben wir Kill Zombie und das ist es nicht, aber es ist unser Youngster, es ist... Es ist abseits, ja, es ist abseits. Schöner Ball hier, der TSG 1899 Hoffenheim, Leibold wird da komplett ausgenommen und wer ist da? Wer auch sonst, Ulreich. Die
gibt es hier noch diesen einen Angriff und das ist Außenpfosten. Es war zwar nur ein cooler Ball, aber der Ditch gegen den Pfosten und damit gewinnen wir hier gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit 2:0. Ob verdient oder nicht, lasse ich mal so dahingestellt. Ich glaube sogar Hoffenheim hatte mehr Schüsse, um ehrlich zu sein. Wir schauen mal rein, ob es tatsächlich der Fall war. Ne, insgesamt Schüsse ja, aber Torschüsse hatten wir dann doch mehr. Hoffenheim mehr Ballbesitz, mehr Passgenauigkeit. Also die meisten Werte sprechen eigentlich für Hoffenheim, aber wir hatten einen Sven Ulreich im Tor und einen Stredi Mamba, der da vor dem Tor wirklich eiskalt war. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber damit wir nicht direkt in der ersten Saison den DFB-Pokal gewinnen, weil das ein bisschen unlogisch wäre und ich möchte das Finale trotzdem ganz gerne machen, werde ich das so machen, dass wir wahrscheinlich 50, 60 Minuten simulieren werden und dann nur die letzten 30 Minuten im DFB-Pokal eingreifen werden. Und durch den Finaleinzug jetzt hier, würde ich auch behaupten, werden wir definitiv noch eine Folge hinten dranhängen. Außerdem gab es den Kommentar, dass wir uns auf 3 Schlüsselspieler vom HSV festlegen sollen, die jetzt wirklich langfristig im Kader bleiben. Das werde ich zum Saisonende nochmal neu bestimmen. Ich denke, Wagnermann wird definitiv einer sein, der dabei ist, eventuell Duziak, da muss ich mal schauen. Ich denke, Duziak und Wagnermann sind so die Spieler, auf die ich mich jetzt schon mal festlege. Insgesamt weiß ich allerdings noch nicht, wer dann der dritte Säulenspieler vom HSV werden soll, der langfristig dabei bleibt. Könnt ihr mir gerne eure Kommentare dalassen, was ihr wünscht, welche Spieler das sein sollen. Und ihr könnt mir auch gerne eure Meinung zum DFB-Pokalfinale in die Kommentare schreiben, wie wir das Ganze handhaben sollen oder ob wir das komplett simulieren sollen. Ihr könnt das in die Kommentare schreiben und lasst definitiv immer einen Daumen nach oben da auf den Kommentaren, die euch gefallen. Und ja, dann würde ich jetzt schon sagen, wäre es das gewesen mit dieser Episode tatsächlich jetzt schon. Wir kriegen nochmal ein Angebot für Toni Leistner und das ist richtig interessant. 2,6 Millionen werde ich diesmal direkt annehmen, damit das Ganze nicht wieder letztendlich abgebrochen wird. Jasula ist auch schon auf dem Weg in die Türkei im Sommer und dann habe ich jetzt gerade noch gesehen, Keegan Junior kann jetzt scheinbar im ZM spielen. Das bedeutet, der hat jetzt auch nochmal neue Möglichkeiten im Kader eingesetzt zu werden. Im ZM könnte er definitiv ein bisschen mehr Spielzeit kriegen und insgesamt würde ich dann sagen, gibt es in der nächsten Episode das Spiel gegen Düsseldorf, also die letzte Episode wird XXL sein, dann je nachdem, wie ihr euch das Finale wünscht und dann werden wir in der nächsten Folge die erste Saison abschließen. Ich bin eigentlich recht zufrieden mit unseren Auftritten in der ersten Saison, sind jetzt 4 Punkte vorm Tabellenzweiten, insgesamt sind wir schon fast durch, dass wir Minimum die Relegation erreichen, ist es rechnerisch mit 12 Punkten natürlich noch möglich. Allerdings rechne ich eigentlich nicht damit, dass wir hier noch aus der Top 3 rausrutschen. Also die Top 3 ist eigentlich fix. Eigentlich möchte ich jetzt aber auch bis zum Saisonende auf der 1 bleiben. Mal sehen, inwiefern wir das durchsetzen können. Lasst mir auch liebend gerne eure Kommentare bezüglich Transferwünsche bei einem Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga da. Und dann wäre es das jetzt gewesen von dieser Episode. Falls du neu auf diesem Kanal bist, lasst liebend gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Denkt an den 31.10. die Sprint to Glory mit dem schlechtesten Verein. Und dann haut rein und ciao, ciao.